Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir haben ja letztens die Magier-Quest abgeschlossen und sind jetzt Erzkanister. So, als Erzkanister haben wir tolle Vorteile, eigentlich nur einen einzigen. Wir dürfen in seine Gemächer. Jetzt muss ich mir kurz orientieren, wo die sind. Kann man hier irgendwie hoch? Arcaneum? Archmage Quarters, okay, kommen wir direkt hier hin. So, das bedeutet, wir können jetzt hier ein bisschen abstauben und danach können wir uns auf die Suche machen, ja, nach neuen Sachen. Die Stapel ich nur schon mal erstmal ablegen. So. Willkommen in den heiligen Hallen des Erzmagiers. Sieht toll aus, ne? So, wir plündern aber erstmal den äußeren Kreis. Denn ich bin jetzt der Erzkanzler, das ist alles mein Zeug. Mein Zeug kann ich verkaufen. Aber, sind wir ehrlich, das ist an sich ein total toller Bereich hier. Dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. Haufen Seelensteine. Die haben halt immer gut Wert. So, da ist an sich nichts weiter. Ah, noch mehr Seelensteine. So, Essen wollen will ich jetzt eigentlich nicht requirieren. Schwarzdomet ist immer gut. Ah, was ist das? Stab des Frostatronagen. Ja, geil. Haufenweise Moos. Ah, ich glaube, hier sammeln wir schon die Rückseite ein. Oder die innere Seite. Ist aber egal. Was für ein Hammer. So, Kiste. Gold, Rubin, Mondstein. Oh, noch ein geiler Stab. Wir werden sehr viel unanständig Geld machen. Sehr schön. Feine Stiefel, feine Kleidung. Wunderbar. Was haben wir hier? Ein Zwergendolch. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht überragend, aber ist okay. Ja, feine Stiefel. Sind vom Preis-Leistung auch noch angemessen. Gold kann nie schaden. Boah. Das ist einfach ganz normale Stiefel mit so einem hohen Wert. Okay. So, als wenn da eine unsichtbare Verzauberung drauf wäre, vom Wert her. Aber gut. In der größten Kiste ein paar Goldstücke. So. Klauen wir mal schön das Silbersteck. Und Alkohol, denn Alkohol ist nicht gut, also nehmen wir es weg, damit keiner in unserer Abwesenheit versehentlich sich betrinkt. Das können wir unseren Schülern ja nicht zumuten. So, das ist nicht so wertvoll, das kann man noch mitnehmen. Also ich verkaufe Bücher relativ ungern, weil es immer so ein bisschen eine Formelarbeit ist, zwischen den ganzen wichtigen Dingern, die dann immer wieder zu sehen. Ach, den Korb wollte ich, egal. Der wird dann mitverkauft später, wegen einen mache ich jetzt nichts mehr drauf und suche den. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit. Gewicht 2, Wert 10. Ja, das ist okay. Was haben wir da noch? Das ist ein Tintenfass, okay. So. Hängemoos, Hängemoos. Tresor. Korumpa, Diamant, Gold, Wahnsinnserz. Irgendwann kriege ich mal raus, was man damit machen kann. Aber aktuell kann ich damit noch nichts anfangen. Ich sammle es nur. Ja, das ist durch einen Mod garantiert, weil original kommt das nicht vor, soweit ich weiß. Seitdem hat jetzt in der Neuauflage hier noch was reingepitcht. Dann mag das sein. Bisher habe ich, wie gesagt, noch nichts gefunden. Aber ich habe auch nicht so viel gefunden, also. Ist nicht so, dass ich darin untergehe. Scheint schon selten zu sein. Salz kann man für Alchemie immer mitnehmen. Gut, jetzt habe ich einen grünen Apfel mitgenommen. Egal. Ah, hier ist wieder der schöne Garten. Nein, sind nur Äpfel. Äpfel. Habe ich schon mal gesagt, dass Äpfel drin sind? Genauso wie hier. Okay, gut. Mondfalterflügel, immer gut. Also Alchemie-Zutaten kann man immer mitnehmen. Hier zum Beispiel sind auch welche drin. Wir brauchen den Korb aber nicht, den lassen wir liegen. Gut, hat nicht geklappt.
Egal. Was war hier drin? Äpfel. Da hat keiner was reingepackt. Knochenmehl. Ah, jetzt mal hier in den ganzen Alchemieregalen. Der Totenschädel ist nur Deko, den nehmen wir nicht mit. So, wir können ja schon mal reden, was wir machen. Mein Vorschlag ist, auf der Karte ist ja hier in der Nähe. Cool. Ist hier in der Nähe ja noch ein bisschen was abgebildet, dass wir gleich hier weitermachen. Weiß allerdings nicht aus dem Kopf alles, was das ist. Dafür ist es zu lange her, dass ich das erste Mal gespielt habe. Und durch die Mods ist ja auch noch nichts dazugekommen. Vielleicht ist da auch was dabei, was ich noch gar nicht kenne. Wie gesagt, das meiste ändert man sich auch nicht wirklich. Ist einfach zu viel vom Umfang her. Und das ist ja auch schön. Ja, langweilig, wenn sich alles ändern würde. Können wir versuchen, die Dinger zu nehmen ohne die Schale? Geil. Super. Ja, hier. Ha, das schafft eins rauszukicken. Schlachterfischeier. Huch! Hat mir sogar Schaden gemacht. Das war nebenbei nicht ganz so geplant. Ich wollte die zwar da drin nicht mehr wegen, dann, wenn, aber nicht durch die ganze Gegend schmeißen. Ja, der ist jetzt leer. Ja. Weizen ist auch gut, finden wir auf Bauernhöfen. Kann man schöne Tränke draus machen. Wo wir gerade bei dem Thema sind, haufenweise Tränke, die wir ja alle gleich dann verkaufen können. Wenn ihr mit dem Mod spielt, hebt euch die Heiltränke auf. Für die höchste Stufe in der Alchemie muss man irgendwie einen super tödlichen Trank überleben oder sowas in der Richtung. Und da wird man wohl einiges an Heiltränken brauchen. Na, Nürnberg's auch nicht schlecht. So, das ist unsere rumgekickte Kiste. So, da sind wir einmal rum. Dann kommen wir jetzt in den Gartenplan. Was ich als erstes wissen will. Ne, das ist nur Magierlicht, die ich gerade eins bei mir habe. Okay. Hätte ja sein können, dass es irgendwas Tolles ist. Weil ich damit nicht implizieren möchte, dass das Licht hier nicht toll ist. Na komm. Kürbisse brauchen wir nicht, die sind nur zum Kochen. Kohl auch, Lauch auch. Ach, jetzt habe ich schon Kartoffeln eingepackt. Nein. Ist mir schon nicht ganz so klar mit den Treffen. Ja, man steht so da, aber wenn man sich ein bisschen darauf mitkonzentriert, was man auch so erzählt, so halb, dann verlässt man sich drauf, dass das, wo man hinguckt, auch genau das ist, was man kriegt. Hm, dunkel. So, hier noch ein bisschen Hängemoos. Das andere haben wir wahrscheinlich von hinten schon aufgepflückt, ja. So, was haben wir denn hier? Ah, Wiesenflechten. Findet man an der Tor auch nicht ganz so leicht. Die sind halt schwer zu sehen. Jaspis sieht man da schon eher wie hier. Nordranken. Okay. Ich denke, damit haben wir gut geplündert. Dann raus mit uns. Stimmt, wir haben ja noch die Aufgabe, einen Tremora zu zähmen. Wäre vielleicht besser, wenn ich hochgehe, wo mich keiner sieht. Da gibt es keinen Ärger. Wenn hier unten sind diese beschworenen Tiere, könnte sein, dass die das als aggressiven Akt handeln. Ist ja auch so, in der Stadt was beschwört, gilt das ja auch so ein bisschen als Angriff. Das soll man vermeiden. Na, da kommen ganz Drangskelette. Okay, einfach nur, ja, wie rum wir gehen, ist egal. Wir wollen einfach nur hoch. Ich weiß, wir hätten uns jetzt den Weg sparen können. Hätte ich mal nachgedacht, bevor ich gelaufen bin. Ich bin ziemlich sicher, dass wir von da. Weil da oben dürfte es nur einen Golem geben, der ist aber wahrscheinlich schon tot.
Und wenn er nicht tot ist, dann dürfte er außerhalb der Reichweite sein. Das heißt, es dürfte hier nichts passieren. Perfekt. Sehr gut. So, dann müssen wir kurz zur Magie. Conjuring, also Beschwörung. Da schalten wir die höchsten frei. Wenn steht er ganz unten. Irgendwo. Stiefelgeist. Ungebundener Tremora. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir ihn unterwerfen. Das würde er wahrscheinlich nicht freiwillig machen. Er will mich aber zwingen. Hallo? Darf ich dich hier nicht? Ich habe den richtigen Zauber ausgewählt, ja? Ungebundene Tremora beschwören. Okay, ich ziehe mir genau aufs Auge. Okay. Hier macht das nicht. Gucken wir mal, ob wir einen anderen Bereich irgendwo finden. Ich komme ja auch zum Erzmagier-Gemäschern. Okay, es gab ja noch andere Brücken. Gesagt, ich will es eigentlich vermeiden, unten zu machen. Das, wir können ja natürlich. Das sollte ich lieber nicht tun. Der wird sich nicht freuen. Himmelsrand, hier kommen wir raus. Kann man nicht auch irgendwo hoch? Ich mach das jetzt mal. Mal gucken, was passiert. Ja. Ist nur die Frage, warum klappt das nicht? Okay, dann lass uns mal beschwören und unterwerfen ein ungebundenen Tremor. Ist das wohl die Quest? Aber er macht's nicht. Was hindert mich? Irgendwas verbietet's mir. Hier mal. Ja, hier wird's wohl kaum klappen. Also, ich weiß nicht, woher. Ich muss doch rausgehen. Stopp. Ich war noch gerade draußen. Wollte ich, wie gesagt, eigentlich nicht mal wegen den Viechern, aber. Vielleicht darf ich es nicht drin machen? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur verpackt. Mal gucken. Machen wir einfach mal was anderes. So, gucken wir jetzt nochmal. Okay, passt auf, wir machen Folgendes. Lassen wir es jetzt erstmal sein. Bringt anscheinend nichts. Ich werde es mal testen, nachdem ich irgendwann mal geladen oder so habe. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit rumrennen und jeden probieren. Das wäre ein Ziel auf der Karte oben, das Schwarze. Aber wir nehmen erstmal das mit, weil, wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste ein Weg runterführen. Nee, hoppla, das wollte ich. Und mit Drop Zone komme ich hier relativ schnell und sicher runter. Na komm. Komm. Willst du mir nicht erzählen, da kommst du nicht hoch.
Wir sind schon ganze Berge so hochgeklettert, Kumpel. Ja, okay, passt auf. So. Bäm, kein Schaden, geil. So. Da ist ein Fuchs, ein Wolf, irgendwas. Holen wir uns mal einen Boliden. Reicht auf jeden Fall. Wir haben jetzt gesehen. Ich glaube, eigentlich noch Vogel. Schneefuchs, da unten ist auch noch irgendwas. Oh, Kacke. Golden Sage könnte mir helfen. Das ist eigentlich nicht so die Gegend, wo ich gerne kämpfen möchte, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ein Treffer ist schon mal in der Regel tödlich. Wow, wow, wow. Healing Blossom, Healing Blossom. Genau, töte die Stadtbewohner, nicht mich. Nein, Spaß beiseite. So krass draußen bin ich. Ja, der landet aber kacke. Na, schon zu spät eigentlich. Komm, zeig dich. Wo bist du noch gelandet? Nein, du bist tot, bis ich da hinkomme, ne? Aber... Wo bist du denn? Da links anscheinend. Ja gut, das hat sich erledigt. So. Tja, da bist du gestorben. Oh, okay, vom Gewicht muss man langsam aufpassen. So, jetzt auch noch ein bisschen die Drachenseele haben. Kann ich schon wieder Bolid ausrüsten. Huch, links hat er sowas gemerkt. Gut. Russlenrod. Ist hier noch Erz? Ja, wir können direkt abbauen. Ja, wie gesagt, das mit den Tremora beschweren. Warum das nicht klappt, vielleicht verbuggt durch die Mods, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich werde das mir bis zum nächsten Mal recherchieren, ob das meine Schuld, sage ich mal, ist. Oder ob das bekannt ist. So, hier unten ist Öl. Ja, stimmt, wir hatten ja auch den geschätzten Säbelzahntiger, hier, würde ich mal sagen. Bums, ist er tot. So. Das sollte kein Problem sein von der Höhe. Ach, da ist das Ding. Okay.
Ja, links oder rechts, sieht beide spannend aus. Rechts ein bisschen näher, würde ich sagen. Das sieht allerdings aus wie ein Hort von einem Knochengolem. Haben wir ja nicht, oder? Nee. Ich glaube, ich habe noch nie geschafft, alle mal irgendeine Schreie so weit zu haben, dass ich per Zufall einen dieser Pillars gefunden habe, um ihn auszulösen. Mal sehen, was passiert. Das wird auch noch eine Weile dauern. So ein Skyrim kann auch problemlos 100 Stunden reinsetzen und hat nicht alles gesehen. Vor allem, wenn man Mods hat. Da ist ein Riese. Trifft den nicht? Doch. Ja, habt ihr gesehen? Hat einen auf Matrix gemacht. Okay, ich glaube, ich verballere hier meinen Mana für nichts. Er reicht einfach zu gut aus. Gut, okay. Er ist ja von Spielern gemacht. Wahrscheinlich hat er nur einen kleinen Punkt, den man treffen kann. Ihr habt gesehen, der sah eigentlich gut aus, der Schuss. Hat aber definitiv nicht getroffen. Der hat getroffen. Okay. So, gucken wir noch, ob irgendwas Feindliches hier rumgeistert. Ich sage jetzt mal nein. Treibt der gerade? Wie cool. Diese riesige Waffe, ne? Moment, sind das Schadefischeile? Nee, einfach ein Stein, okay. Boah. Wiegt viel, bringt viel. Ja. Okay, ihr seht es also, wir sind so gut wie voll. Wir sind voll, wenn ich das annehme. Ja, ich muss irgendwas ablegen. Irgendwas, das viel wiegt und nichts bringt. Oder wenig bringt. Ich denke da so gerade ein bisschen an die Dinger hier. Zwei Kilo müssen wir noch loswerden. Ja, komm, dann legen wir einen von denen ab. So, jetzt sind wir nicht gierig. So. Gut, an der Stelle. 1, 2, 3. An der Stelle gehe ich verkaufen und gucke gleich mal, ob wir dann vielleicht so in dieser Folge das Rätsel um die Beschwörung gelöst bekommen. Bis gleich. So, ich habe verkauft und mich mal schlau gemacht. Die Quest ist wahrscheinlich nicht verbuggt mit unserem Remora, sondern nur ein bisschen beknackt. Weil das geht wohl nicht überall. Nur an einen ganz bestimmten Ort in der Akademie. Jetzt bin ich nur gerade nicht sicher, wo der sein soll. Ja, das hilft nicht weiter. Es muss einer der beiden Seitengänge sein. Ja, komm, lass mich rein. Da ist wohl oben ein Beschwörungskreis aufgetaucht und nur da geht das. Das steht allerdings nicht in der Questbeschreibung drin. Habe ich nochmal explizit nachgeschaut. So. Alles klar, gut, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gemeint ist. Das wird jetzt wahrscheinlich also klappen. Dann drücken wir mal die Daumen. Klappt. Hierher zu bringen, dafür müsst ihr bestraft werden. Ihr werdet mir gehorchen. Ich diene keinem Sterblichen. Okay. Ganz ehrlich, ich denke mal, dass wir den Kollegen ganz gut im Nahkampf kriegen. Wenn nicht, müssen wir uns das einfallen lassen. Was brauche ich? Drachenknochendolch und... Ein Bulwark hätte ich auch gerne. Ist gekommen,
So, jetzt bin ich dran. Stirb. Komm, 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 kannst du sprinten? Kannst du sprinten? Nee, gut. Gut. Klar, dass er beim ersten Mal da noch keinen Bock hat. Ich beschwöre noch nicht sofort wieder. Ich will ein bisschen, dass mein Dolch sich auflädt, weil wenn ich nicht rechtzeitig warte, geht der nicht mehr ganz voll. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert. Deswegen seht ihr, die Leiste wird sich nicht mehr ganz füllen können. Ich glaube, jetzt ist Schluss. Gut, machen wir das nochmal. Wir können das den ganzen Abend machen, Kollege. Mich stört das nicht. Hi! Ich bin nicht euer Spielzeug, Wurm! Gut, dann ergibt es doch. Niemals! No. Kumpel, du hast beim ersten Mal nicht gepackt. Denkst du jetzt beim zweiten Mal wird's besser? Na gut. Wir halten es in Ehren, versucht es ja wenigstens. Du saust mir die Rüstung ein. So, da warten wir noch einen Moment. Manche lernen das aber auch nie. Das sieht gut aus, denke ich. So. Falsch rum. So wollen wir das. Versuchen wir es nochmal. Abend! Ihr könnt nicht mit mir spielen! Das kann ich den ganzen Tag lang machen. Nein, ich! Ich beuge mich! Geht doch! Haltet ein! Wie lautet euer Befehl? Bringt mir den Siegelstein sofort. Ja, mein Herr. Wenn ihr mich erneut ruft, werde ich euren Stein haben. Ob da jetzt da noch irgendwie Zeit für braucht? Ist egal, komm, wir versuchen es gleich nochmal. Im Worst Case sagt uns, wir hatten nicht. Euer Siegelstein. Fürst Dagon ist über seinen Verlust nicht sehr erfreut. Ja, mit dem müssen wir schon nicht anlegen. Alles klar, dann tschüssi. Euer Siegelstein. Dann gehen wir jetzt zu Phoenix. Der ist auch ein der beiden Hallen hier mal. Und dann dürften wir die höchsten Beschwörungszauber lernen. Nee? Hi. Aber bist du auch nicht? Der ist unten, ne? Gut zu sehen, dass es im Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Danke, Teufel. Gibt einem alten Mann Hoffnung. Ja, Teufel, dir mag ich wirklich. Offen gestanden wird, glaube ich, Messererzkanzler. Das ist der Kollege hier, ne? Nee, das ist Unmund. Guten Tag, Freund. Geht nee, das du bist gut? Es nicht. Auch nicht. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ihr, der denn? Erzmagier? Das hätte ich niemals vermutet. War der nicht hier? War der in der anderen Halle? Nee, das Chisago, der ist auch nicht. Muss ich wirklich für die Karte gucken? Ja, das Spiel schickt mich wirklich raus, okay. Dann ist der wohl in der anderen Halle. Obwohl ich da keinen Quest-Tracker drüben habe. Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen verschont. Gehst du mir aus dem Weg, du Tierchen? Bin wirklich sehr unsicher. Upsa, nee, hier bin ich ganz falsch.
Hall of Attainment, da waren wir gerade, ne? Contenance, okay. Gucken wir mal hier. Nee, Feralda war es nicht. Es war ein Typ. Wir haben schwierige Zeiten überlebt und sind dadurch bessere Magier geworden. Das verdanken wir euch. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Das kann ich euch versichern. Schreckliche Situation mit diesem Ankano. Schade, dass ich nicht helfen konnte, aber ich war anderweitig beschäftigt. Da, ich habe euren Siegelstein. Meinen? Oh nein, der Stein gehört euch. Ich muss ihn mir nur kurz ausleihen. Dann sehen wir mal, was es zu sehen gibt. Ja, mach mal. Die genaue Natur meiner Forschung ist leider geheim. Was? Aber ich was ist das? Es gibt nur wenige Orte, zwei Sekunden in denen man meiner Art von Arbeit ohne Verfolgung nachgeht. Diese Sache in Mortal war nur ein Missverständnis. Ganz gleich, was die... Ihr habt etwas über verschwundene Lehrlinge gesagt? Ah, genau. Ja, die Gruppe vor eurer ist komplett verschwunden. Es ist möglich, dass es mehr als nur die nötige Aufsicht gebraucht hätte. Das wird noch untersucht. Aber seit einiger Zeit haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Arniel fragt sich, ob sie vielleicht in den finsteren Reichen verschwunden sind. Aber damit würde man ihnen wohl etwas zu viel zutrauen. Wo könnten sie sein? Ich bin mir nicht sicher. Keiner von ihnen hat an etwas besonders Gefährlichem gearbeitet. Ich erinnere mich, dass Isra versucht hat, Flammenmantel-Zaubersprüche besser an die raue Umgebung im Himmelsrand anzupassen. Ilas Tai praktizierte Illusionszauber. Ich glaube, sie hatte Probleme mit den Besänftigungszaubern. Allerdings arbeitete sie nur mit Skeva-Ratten. Dann gibt es noch Borvir und Rundi. Zwillinge, die sich aber selten auf irgendetwas einigen konnten. Diese beiden Jungs waren besessen von Met und überzeugt davon, eine Konkurrenz zu Honigbräu hinzubekommen. Mit Frostmagie sollte der Met eine bestimmte Zeit lang gekühlt werden. Für mich war das vergeudete Mühe, aber der Erzmagier ließ sie gewähren. Okay, was habt ihr gesehen? Ich habe das Wissen, das ich benötige. Ihr könnt also euren Stein zurückhaben. Nehmt auch bitte dies. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Flamdina. Okay, dann schauen wir, was hast du noch so für neue Zauber? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Ja. So, schauen wir nur ab 2000 aufwärts. Jemand zu Olivien schicken. Aber Gegenstände werden verloren. Nee. Battlemage beschwören? Nee. Bärtoten? Was ist das? Craft Lord. Calls the Tremor Sage to Nirn for 5 seconds. Modify its stats. Ach, das muss nicht sein. Kirkrim. Sammelst du den dätrischen Wolf? Reitwolf, Kirkrim. Wenn man auf ihn reitet, hauen schwache Kreaturen ab, brauchen wir nicht. Ein Lord of Bindings. Er kämpft nicht, aber beschwört Scholz. Okay, den kaufen wir mal. Nefferlich. Der kann vieles, okay. Der hat gekauft. Weeping Daedra, sonst Weeping Daedra. It steals large amounts of health with magic attacks, but turns to inert and brittle stone when it... That's Quatsch. Necro Witch. Ja gut, die lernt den Zauber, den man in der linken Hand hat. Eigentlich ist das gar nicht verkehrt, wenn wir starken Zerstörungszauber haben. Range, Touch oder Dark Elemental Spell. Kaufen wir mal.
Flammendienen haben wir von ihm bekommen. Ja, Frostdiener nehmen der Vollständigkeit halber. Wird es bestimmt noch Blitzdiener oder so geben? Was ist das? Okay. Sturmdiener, Todendiener. Brauchen wir nicht. Okay. Gut. Damit haben wir, glaube ich, jetzt die wichtigsten Sachen. Ich werde die dann noch ins Zauberbuch übertragen. Und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt für heute, um Schluss zu machen. Nächstes Mal starten wir direkt unten wieder bei diesen kleinen Stein und machen uns dann auf zu diesen alten Tempeln, die wir da gesehen haben. Wie immer, danke schön für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Like würde ich mich freuen. Abo dalassen nicht vergessen, falls ihr nicht schon habt. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter euch hold sein. Tschüss.